nur der Müll weggebracht zur Entsorgungsstelle. Die Müllpresse gibt's auch für einen Bruder. Simon hat aus Versehen nicht gut das Loch gestopft und die anderen machen Pause. Nur Simon bewacht noch das Gefängnis. Und Sascha drückt aus Versehen, als er seinen Kaffee nehmen wollte, auf den Ausschalter für die Alarmknöpfe und die Kamera. Bis gleich. Leute, vielleicht piep, piep, piep. Was war das? Ach, Chef, das war doch nur der Alarmknopf. Nee, das war doch wahrscheinlich die Kollegen oben am Ordner. Ich meine am Rechner. Und dann gehe ich jetzt auch mal runter zur Kaffeepause. Und hopp, und hopp, und hopp. Ja, was ist hier los? Nee, das ist nicht. Na, dann geh ich wieder auch mal hoch und guck, was da los ist. Dup, di, dup, du, dup, di, dup. Nix, hier ist alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Ich hab jetzt noch das Seil hier dran. Und erstmal weg hier. Na, erst. Dieser Seil ist ja so dumm, dass der sein Seil da reinfallen lässt. Ich geh auch mal so Kaffeepause. Hey, was soll das? Hey, Simon, hast du alles gut abgeschlossen? Ja, Chef. Dieser dumme Spatz. Ich guck mal, Mist, das Gefängnis. Ja, aber vielleicht tut sich. Vielleicht nehme ich noch mal Seil. Aber dabei stürzt er ins Loch. Er hatte sich noch vorher ausgegraben. Das Mögliche war, Simon hatte nichts gut gestopft. Er hatte nur darum gemacht wie ein kleines Baby. Wow, was ist denn hier los? Ah, Mist, ich bin auch nicht in der ekligen, dreckigen Mülltonne gefallen. Zufällig kommt genau in diesem Moment die Müllabfuhr vorbei. Die Müllmänner sind aber ungeschickt, fahren knapp über die Wiese. Oh, da vorne steht ja die Mülltonne. Die hole ich mal schnell. Ben? Ja, was ist denn? Ich fahre ein Stück weiter nach vorne, dann kannst du besser an die Greifer hinten. Klar, danke. Und weg damit. Dran damit. Jetzt erstmal ein bisschen drehen. Und jetzt piep, piep. Gut. Schnecke. Sollte gleich angehen, soweit ich da was reingeht. Ich bin in der Müllabfuhr gelandet. Gut, jetzt sollte ich Schnecke anschauen. Und den ganzen blöden Müll wegfördern. Und jetzt? Jetzt alles aus. Und jetzt nur noch schnell die Mülltonne zurück.
Fan von Waffeln. Ja, was ist denn? Wir können jetzt weiterfahren, eigentlich, genau gesagt. Warum muss die Müllabfuhr anhalten? Wollen wir es gleich sehen? Penetrate. Hey, sag doch mal das nächste Mal meinen richtigen Namen. Klar, Chef. Jetzt erstmal zu dieser schweren Mülltonne. Boah, die ist ja schwer. Ich kann die kaum nehmen. Ach, erstmal hier weg. Transchk. Jetzt kann ich gleich die nächste daneben einhängen. Und zack. Und jetzt wie immer die Funktion einschalten. Piep. Die Schnecke sollte funktionieren. Piep, 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 piep. Das ist aber eine anstrengende Arbeit. Mann, oh Mann. Ben, bist du jetzt endlich fertig? Nee, noch schnell meine Kappe aufziehen. Du ziehst ja aber auch immer die Kappe ab. Erstes Mal. Klar, Chef, Boss. Und jetzt noch die Mülltonne schnell abmachen, dass der Chef nichts davon bemerkt. Jetzt, ich möchte mal... Klopf, klopf. Ja, wer ist da? Hier ist die Müllabfuhr. Well, da darf ich ja gar nicht klopfen. Schnell weg hier, Klingelstreich. Schnell, wir müssen schnell los. Klar. Was ist denn dieses Mal los, Mensch? Ben, räum das gefälligst auf. Oh no! Der SWAT-Officer hatte aber das Lenkrad umgebaut beim SWAT. Wie bei den deutschen Fahrzeugen sich's auch gehört. Deshalb kommt jetzt der Fahrer bei der deutschen Seite raus. Hey! Still machen, hier kommt die Polizei! Ja, was ist denn? Stopp! Ja, was ist denn? Warum liegt der Müll auf der Straße? Das gehört sich so nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Dann machen Sie den Müll jetzt weg. Wir fahren jetzt und bringen das den großen SWAT-Wagen wieder weg. Klar, mache ich. Gut, dann wollen wir den Müll aber bis gleich nicht so schnell wieder blicken. Ja,